Damit herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part FIFA 14 Karrieremodus und wir spielen heute im 36. Part mit Österreich gegen Finnland. Und ja, das ist nur ein Testspiel, aber wir wollen das trotzdem mit dem nötigen Ernst angehen und gehen auch rein in die Partie, würde ich sagen, oder? Aufwärmen. Flanken Gold-Level, komm, probier mal einmal. Oh Gott, oh Gott. Flanken können wir super, das erklärt auch, warum wir hier so gut dastehen in der Saison, weil wir einfach saugut flanken können. Reicht aber lange nicht. Ich glaube, wir brauchen dafür ein paar mehr Pünktchen. Naja, was soll's. Und wieder mal ein Länderspiel an den Kommentatorenmikrofonen Mani Beugmann und Frank Buschmann. Leute, wollen wir mal gucken, was wir hier mit der österreichischen Nationalmannschaft reißen. Wird auf jeden Fall erstmal mein letzter Part für diese Aufnahmesession. Vielleicht nehme ich heute Abend nochmal auf, aber ich muss gleich erstmal die Zwerge trainieren. Und das ist unsere Startelf mit Österreich. Selbes System wie mit der Hertha. Auf der Bank noch Lazaro, Turicin. Und ja, einfach rein, nicht lang quasseln. Ich will wieder Tore schießen hier. Nachdem ich mit Hertha so blind war. Peter attackiert. Und nun Andreas Ivanschitz. Der kommt da einfach nicht vorbei, das gibt's nicht. Mann, oh Meter, so gut gemacht, dann will er schießen, wird gehindert und nichts passiert. Ja, Scheißdreck sieht so aus. Mann, da setzt doch auch mal deinen Körper ein. Man müsste meinen, hier alle meine Spieler, die ich habe, egal ob bei Hertha oder bei Österreich, hier haben keinen Körper. Komm, da ist Platz, da ist Platz, da ist Platz, da ist Platz, da ist Platz und das. Dann macht ihr das Tor nicht. Ich drück schießen und der passt drüber. Unfassbar. Ey, FIFA will mich doch jetzt echt verarschen. Aber ich werde so langsam richtig sauer. Ivanschitz. Arnautovic. Klasse, wie er das Problem gelöst hat. Natürlich kommen wir da noch ran. Alaba bei der Ecke. Kein Problem. Stranzel. So langsam werde ich richtig, richtig wütend hier. Wütend heißt ein Angriff nach dem anderen. Spiel doch dahin, Mann. Ach, Ivanschitz. Wenn man da in die Augen schaut, dann hat er schon ein bisschen. Er könnte passen! Alaba! Nach Schuss, schieß doch! Och Junge! Hatte ich wieder nicht ausgewählt bekommen und konnte nicht schießen. Alaba bei der Ecke. Schön zentral. Und dann geht er drüber. Scheiße.
müsste aber ein bisschen größer sein. Ja, ja, also das ist einfach nicht zu machen für ihn. Also da kann er nicht. Schon 5 Paraden für Jeskelein und 0 Tore. Die Statistik der Torschüsse von heute. Ach, da setzt er seinen Körper ein, aber natürlich haben die total robuste Stürmer, dann bleibt er am Ball. Doch klar. Oh, ach, lächerlich. Ich becher mich weg. Was er da wieder gesehen hat, ist mir fremd. Der köpft das Ding da genau vor die Füße. Und Abfahrt, komm. So schön gemacht und dann scheitert der wieder. Alaba! Oh! Mann, Alaba! Schön gemacht, der Captain von Österreich, aber dann kommt da der Scheiß-Torwart noch ran. Nochmal Alaba bei der Ecke. Völlig frei und 1-0. Na, endlich, Dragovic, Alexander Dragovic, der Mann von RB Salzburg. Ne, Basel, RB Salzburg, bin ich doof. Och. Schöne Grätsche, Punkt genau und dann da ist ein Platz im Sturm. Schön. Wie man? Gute Flanke. Oh, Mann. Logisch, das muss Eckball geben. Eiskalter ausgespielt, aber dann macht er den nicht. Nochmal Ecke, Alaba. Oh, nein. Läuft er sich schön frei und drückt den Ball, der wäre gut gekommen, aber daneben. Läuft genau wie bei Hertha hier. Wir machen die Dinger vorne nicht und hinten kommt gleich irgendwann eine Dummheit. Oder der Schiri hilft nach, eins von beiden. Entweder FIFA oder der Schiri. Kriegt man den Spieler nicht ausgewählt, der behält fünfmal den Ball. Alaba ist frei. Alaba, Alaba, Alaba. Braucht so lang. Ja, nein, genau auf dem Torwart. Schöne Flanke, unbedrängt, aber trotzdem nicht drin, weil ich unfähig bin und da stehen wir zu weit weg. Der Ball ist frei, jeder kann ihn haben. Und nun Andreas Ivanschitz. Eine Eroberung im Mittelfeld. Luschenball, ey, weißt du? Schöner Ball. Direkt drauf. Und der Torwart hat ihn. Das war mal gut gemacht. Was pfeift ihr denn da jetzt? Was war denn das? Ach Junge, weißt du, du gehst mir echt langsam auf den Piss, du scheiß Schiri, ey. Du kannst mir mal die Eier lutschen, Junge. Machst jeden meine Angriffe kaputt. War auch wieder ein Foul, ne? Oh. Oh. Ecke. Einfach so lassen. Alaba haut den rein und dann hauen wir den da hinten rein. Oh! Mann, Millimeter schon wieder drüber. Das gibt's doch nicht. Ach, halt die Schnauze, Kommentator, ey. So viele Chancen, wie ich verballe. Junge, Junge, Junge. Schiedsrichter pfeift die Partie an. Die zweite Halbzeit läuft. Mit Hertha haben wir zwar jetzt länger nicht verloren, aber was wir verloren haben, ist die Anschluss, den Anschluss, nicht die Anschluss an die internationalen Plätze. Och, das war
für den Zweikampf gedrückt und nicht, dass du den Ball einfach wegholzen sollst, du hohle Fritte. Und nun Andreas Ivanschitz. Gib mir doch einen Stürmer! Alaba. Er könnte jetzt nach rechts außen abspielen. Genau, nee, wie so denn? Man in den Zweikampf. Genau richtig getimt. Mann, unnötiger Ballverlust wieder. Das gibt es einfach nicht. Und so sind die Eckbälle bis jetzt verteilt. Kann doch nicht wahr sein. Oh. Weimann kann auch nichts. Der kann einfach nichts. Oh. Mal ein bisschen wechseln, ey. Mann. Chancentod über Chancentod hier. Djuricin kommt. Lazaro kommt für Ivanschitz. Und Florian Kainz für Janča. Er hält ihn fest. Er hat den Ball, der Torwart. Wenn das Spiel das nächste Mal unterbrochen wird, steht wohl ein Wechsel bei den Gästen an. Hier bahnt sich vielleicht was an. Alter. Das gibt es nicht. Das kann doch nicht wahr sein. Wir haben 1 Million Chancen, machen kein Ding. Und die haben eine und machen statt 1-0. Beziehungsweise 1-1. Haben ja durch die eine Ecke doch mal getroffen. Och, spiel doch eher. Also das darf überhaupt nicht passieren, in dieser Situation den Ball zu verlieren. Das gibt es nicht. Dann war es der Keeper. Was hält der eigentlich? Und wieder eine unfassbare Parade. Und wieder bewahrt er seine Mannschaft vor dem Rückstand. Für zwei Spieler hat das Aufwärmen. Der könnte passen. Auch so kann man sich befreien. Klasse Abwehrarbeit, gutes Stellungsspiel und den Schuss abgeblockt. Und jetzt starten sie ihren Konter. Alaba. Ey. Wird doch klar gefoult. Jetzt gibt er mich schon wieder den Verteidiger nicht. Och, Alter, ist das denn ernst? Und nun Christian Fuchs. Pass auf uns zu. Schuss und... Oh. Klasse gehalten vom Keeper. Und das war nicht einfach. Hier gibt es einen Eckball nach dem anderen. Ecke ausgeführt und sofort wieder der Gegner. Oh. Den konnte er einfach nicht kriegen. Niemals. Also die Flanke ging in Richtung Karim Abdul-Jabbar. Das war mal ein amerikanischer Basketballer, der war 2,20 groß. Balleroberung im Mittelfeld. Natürlich bleiben die viermal im Ballbesitz. Beim nächsten Pfiff des Schiedsrichters dürfte es soweit sein. Der Kampf für die Befreiung des Balles war erfolgreich. Ein paar Minuten sind noch zu spielen. Und ich sag Ihnen, da geht noch was in diesem Spiel. Oh, wo passt der denn hin? Unfassbar, der sollte nur in den Rückraum passen und passt ihn stattdessen zum Verteidiger, der irgendwo, jetzt bin ich wieder abgerutscht. Im
Und der kommt nicht ran, Ball ran, das ist doch nicht normal. Das nennt der Abiturient antizipieren. Er liest die Situation und schnappt sich das Spiel. Wie mit Hertha, ich hab's ja gesagt. 100 Millionen Chancen verballert. Das gibt's nicht. Oh, gib mir doch den Verteidiger schon wieder nicht. Letzte Möglichkeit. Wenn Sie jetzt treffen, dann ist das das Siegtor. Och, na klar. Erfolgreicher Zweikampf. Manometer, das ist nicht wahr. Ach nee, ey, das, was ich momentan an Chancen verballer, ist nicht feierlich. Deutschland verliert gegen Belgien. Bis zum Schwedenspiel simulieren wir vor, aber das gibt's dann erst im nächsten Part. Tja, was soll ich sagen? Mir fehlen so ein bisschen die Worte. Die Aufnahmesession fing eigentlich ganz gut an. Waren da noch gut in der Chancenauswertung. Und dann fing es an, wo wir alle Chancen verballert haben. Und dann kam der Schiri hinzu. Und plötzlich läuft da nichts mehr. Naja, muss ich sehen, dass ich es beim nächsten Mal besser mache. Bis dahin. Ciao, ciao.